Sie sorgen bei Besuchern für Angst und Schrecken, die Teufel und Krampusse. Damit sie auch furchteinflößend wirken, braucht es vor allem eines, eine schaurige Maske. Und genau die können bei einer Maskenausstellung im Pfaffenhofen besichtigt werden. Damals hat man gesagt, man möchte die Leute so ein bisschen näher bringen, dass sie sich das ein bisschen in Ruhe anschauen können. Nicht bei einem Krampuslauf, wo alles herumläuft und das so wild abläuft, sondern dass man es ausstellt und die Leute mal hingehen können, sich das in Ruhe anschauen können, einmal ein Fell angreifen, eine Maske angreifen und auch kleine Kinder in Ruhe mal einigen können und schauen, wie sowas wirklich ausschaut. Dass das nichts Wildes ist, ich meine, wild schon, aber nichts, ja, dass man es halt ein bisschen harmloser zu Gesicht bekommt. Bereits zum 16. Mal organisieren die Pfaffenhofer Teufel das Event. An zwei Tagen präsentieren 20 Aussteller ihre Werke. Angefangen bei modernen Masken bis hin zu traditionellen Ausstellungsstücken. Je echter eine Holzmaske wirkt, umso besser. Ja, die Liebe, glaube ich, war immer schon da, nur die Werkzeuge waren nicht so gut früher. Früher hat man halt irgendein Stemmeisen gehabt und irgendein Hammer, einen Haken oder irgend sowas. Und hat man das aus dem Holz relativ einfach rausgearbeitet und die Technik war früher nicht so gut wie heute. Und das ganze Werkzeug, die Ausarbeitung, ist alles viel einfacher geworden, wie es vor einigen Jahren gewesen ist. Und darum wird es einfach detailreicher. Und die Leute legen auch viel mehr Wert drauf. Früher hat man sie am meisten gekauft. Mit der ist man 20 Jahre, 30 Jahre gelaufen. Dann hat man seinen Sohn weitergegeben, der ist mit dem drum weitergelaufen und so hat sich ist das einfach normal gewesen. Und jetzt ist es so, viele Gruppen wollen jedes Jahr was Neues und immer wieder noch das Bessere, noch das Tollere, noch das Detailreiche, noch echter Wirkende. Ja, und so entwickelt sich das alles weiter und wird immer noch wilder und noch besser. Und ja. Obmann Markus Spiegel ist selbst schon seit vielen Jahren als Krampus unterwegs, aber nicht nur das. Er macht sein Hobby sogar zum Beruf und ist Maskenschnitzer. Ja, ich bin ein Maskenschnitzer schon seit einiger Zeit. Ich habe das damals aus der Not heraus gemacht, weil wir bei uns in der Gegend nichts gefunden haben, was gepasst hat. Darum habe ich gesagt, ich probiere das einfach selber mal. Und dann habe ich das probiert und mittlerweile ist es jetzt einige Jahre schon. Und es steckt da relativ viel Arbeit drin. Je nachdem, wie der Aufwand oder was man haben will. Es gibt einfache Masken, die sind relativ schnell gemacht. Und dann gibt es richtig aufwendige Masken, da stecken noch einige Stunden drin. Und da kostet natürlich auch ein bisschen was. Ja. Bereits ab September beginnt die intensive Vorbereitungszeit für Vereine. Die Mitglieder besprechen Choreografien und schauen, wie Läufe attraktiv gestaltet werden können. Denn auch das Brauchtum entwickelt sich weiter. Die Brauchtumsfrage ist immer so eine Streitfrage, da kann man diskutieren bis zum St. Nimmerleinstag. Mittlerweile ist so, auch die Maskenausstellung an sich ist ja von der Tradition her, wenn man das viele Jahre zurückverfolgt, keine Tradition. Man hat das irgendwann einmal angefangen und seit, ich sage jetzt einmal, seit 10, 15 Jahren gibt es das und ist mittlerweile ein neuer Brauchtum, den es aber, wenn wir jetzt vor 50 Jahren reden oder 30 Jahren nicht gegeben hat. Also in dem Sinn war das jetzt kein Brauchtum. Wenn man das bei den Masken anschaut, ist das das Gleiche. Man hat früher mit einfachen Werkzeugen relativ einfache Masken gemacht. Das waren so urige Masken. Wenn man das heute anschaut, ist das Ganze viel, viel moderner. Das hat sich zwar die letzten Jahre auch so entwickelt, wenn man jetzt sagt, man denkt 10 Jahre zurück, dann sagt man, ja, das ist alles Brauchtum, die letzten 10 Jahre. Wenn man 50 Jahre zurückdenkt, dann sagen die Leute, nein, das passt nicht mehr, weil das ist horrormäßig. Und ja, der Brauchtum hat sich einfach nur gewandelt. Es ist einfach das Ganze ein bisschen moderner geworden. Angst haben muss man vor dem Krampus nicht, es steckt nur ein Mensch unter der Maske. Aber mit Respekt sollte man ihnen trotzdem begegnen. Man sollte schon Angst haben vom Krampus. Der Krampus ist der Bestrafer für die bösen Kinder. Also der Krampus ist nicht der einer, der im Wind austreibt, so wie es oft so herumschwirrt. Der Krampus ist der, der die Nikolaus begleitet und die bösen Kinder bestraft. Das heißt, die Kinder, wenn sie nicht brav waren, kann unter Umständen einmal passieren, dass sie einen Klaps am Arsch kriegen. Also sie dürfen da schon ein bisschen Angst haben vom Krampus auch. Ab Mitte November wird den Masken dann wieder Leben eingehaucht. Dann ziehen sie in Scharen durch die Straßen.